Salam alaikum, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video handelt von Imperfekt. Im letzten Video haben wir über den Perfekt gesprochen, also über die Vergangenheitsform. Das heißt, wir haben insbesondere uns welches Verb vorgenommen, ich glaube, Kataba. Kann das sein? Ja, Kataba war das. Kataba heißt, er schrieb. Übrigens, ich habe euch eine Hausaufgabe aufgegeben im letzten Video und die besprechen wir am Ende dieses Videos. Aber auf jeden Fall, Kataba Vergangenheit, er schrieb. Sahaba, er geht. Ja, wo bin ich dran? Auf jeden Fall besprechen wir jetzt das Imperfekt. Der Imperfekt ist natürlich, er schreibt. Übrigens, die ganzen Konjugationen. Er schrieb, sie schrieb, ich schrieb und so weiter. Er sie es schrieb. Das könnt ihr in meinem letzten Video angucken. Ich werde das nochmal unter dem Video her verlinken. Er schreibt, oder sagen wir erstmal, er ging. Also, wie ich schon gesagt habe, Sahaba heißt, er ging. Und jetzt. Er geht, Entschuldigung, er geht. Yasabu, er geht. Und was mache ich? Er schreibt da über dem H von Yashabu ist ein Fatha. Also ich kann das hier mal rot schreiben, was die Wurzel ist. Hier. H. Also. Hier. Das rote hier. Das ist die Wurzel. Also die drei Buchstaben. Sa. Ha und Ba. Sind hier rot vertreten und das Ja als Präfix, das wurde hinzugefügt, das bedeutet männlich, Gegenwart, er geht, Yashabu und hier Kataba, Ka, Kaf, Ta, Ba, sind drei Buchstaben eigentlich im Infinitiv oder er schrieb, ja Infinitiv und dritte Person Singular. Vergangenheit sind ja identisch. Und hier, das ist auch gleich. Yaktubu. Was ich sagen wollte, hier die zweite Wurzel von Kataba ist ein Dhamma, kurzes U. Und hier mache ich doch noch ein Fatha. Hier zur Veranschaulichung. Hier ist ein A. Also das hier ist, er geht, Yashabu ist Standart. Man schreibt, das ist übrigens der erste Stamm, man schreibt immer am Anfang ein Fatha über dem Ja, dann ein Sukun, das heißt, es kommt. Es kommt kein kurzer Vokal, nicht Yada, sondern Yashabu. Und dann bei der zweiten Wurzel kommt ein Fatha und bei der dritten Wurzel kommt ein U. Das ist auch hier der Fall. Fatha, Sukun,
bei dem letzten auch ein Dhamma, aber hier über dem Ta, das ist ein Dhamma. Das ist eine Ausnahme. Also manche Verben haben eine Ausnahme. Das ist jetzt eine Ausnahme. Aber jetzt machen wir zum Beispiel mit er geht weiter. Das ist einfacher. Auf jeden Fall, er geht. Dann ist das nächste dritte Person Singular weiblich, sie geht. Das gleiche wie Yathabu, nur mit Ta am Anfang. Also ich mache jetzt nicht die Hilfzeichen, damit das schneller geht. Tathabu. Sie geht Tathabu. Ja, mit Dhamma. Männlich, wie ich im letzten Video gesagt habe, gibt es im Arabischen einen Unterschied zwischen du gehst männlich und weiblich. Und du gehst männlich ist das gleiche, ist identisch mit sie geht. Also sie geht heißt Tashabu und du gehst heißt auch Tashabu. Brauche ich jetzt nicht mal zu schreiben, du gehst. Und dann, wie ich schon gesagt habe, du gehst weiblich heißt Tashabina. Denn im Dialekt würde man Tashabi sagen, aber Sahaba ist selbst typisch hocharabisch im Dialekt. Zum Beispiel im Ägyptischen würde man Raha sagen und männlich, du gehst, würde Teruh heißen und weiblich, du gehst Teruhi mit ein Ja am Ende. Das nur zur Info, aber diese Endung Ina für du gehst weiblich ist eigentlich typisch für Hocharabisch. Tathabina. Weiter im Text. Ich gehe. Fügt einfach ein Alif hin. Ashabu. Ashabu. Ich gehe. Sie gehen. Einfach wie er geht. Yashabu. Yathabu, nur mit dem Unterschied, die Endung Una. Yathabuna. Im Dialekt würde man einfach Yathabu sagen, ohne das N am Ende, sondern Yathabu. Das gibt es auch im Hocharabisch, das ist Konjunktiv, weil das machen wir in einem zukünftigen Video, inshallah. Sie gehen. Yathabuna. Sie gehen weiblich. Aber sie gehen übrigens. Das ist männlich. Dann gibt es auch noch weiblich, sie gehen, geht, also er geht, heißt Yashabu, Yashabu, aber man fügt ein Nun und ein Fatha hinzu, Yashabna,
Und was heißt, ihr könnt wieder auf Stopp drücken, wie ihr es vermutlich kennt. Oder die Lehrer gehen. So, ihr könnt auf Stopp drücken, um zu übersetzen und dann werde ich die Auflösung sagen. Okay, fertig. Okay. Die Antwort ist, na, sondern Yashabu el-Muallimuna. Also das habe ich in meinem letzten Video erklärt. Der Verb, der Verbsatz, der Verbalsatz, also im typischen Hocharabisch, beginnt der Satz immer mit einem Verb, da im guten Hocharabisch, das wollte ich nicht, sondern das hier. Und hier das. Yasabu, das ist Singular, es heißt nicht wie im Deutschen Yasabuna el-Muallimuna, sondern Yasabu el-Muallimuna. Das ist anders als im Deutschen. Aber wann sagt man eigentlich, wann benutzt man die Form? Ja, wenn man einfach sagt, sie gehen. Wenn man einfach sie, wenn man nicht den konkreten Namen sagt, sondern zum Beispiel die Lehrer gehen, die Schüler gehen, die Frauen gehen, sondern wenn man einfach sagt, sie gehen, dann heißt es Yasabuna männlich und sie gehen Yasabna. Wenn man jetzt sagt, die Lehrerinnen gehen, dann einfach, könnt ihr es euch vorstellen, die weibliche Form, sie geht. Dashabu el mual lim mä tu geht in ein Hotel. Das würde dann heißen, einfach wie Tashabu, männlich, du gehst. Das ist ja zweite, das hier ist ja zweite Person Plural, männlich. Die erste Person Singular ist ja du gehst. Und dann ist die zweite Person männlich, Plural, einfach Tashabuna. Ihr geht. Tashabuna, also ihr geht natürlich männlich. Tashabuna, ihr geht. Also die Personalpronomen, zum Beispiel Anna, Anta, Anti, die muss man nicht unbedingt vorsetzen. Das habe ich übrigens in meinem letzten Video schon erklärt, wie die heißen. Tasabuna, Illa. Illa. Übrigens, Illa heißt nach, in Richtung. Also macht nicht den Fehler und sagt Tasabuna Fi, weil im Deutschen steht da in. Aber eigentlich müsste es heißen nach. Im Arabischen sagt man nicht, er geht in ein Hotel, sondern er geht nach ein Hotel. Also illa, Richtung. Illa und ein kurze Info. Das I quasi, das Alif mit dem Hamza unten, das bedeutet, weil das Hamza unten hier, seht ihr das? Hier dieser Punkt unter dem Strich hier. Es heißt nicht
Tashabunilla oder Tashabunala oder so. Das ist Hamza, bedeutet wie bei beachten oder kreieren. Man sagt nicht kreieren, sondern dieses Zeichen sorgt dafür, dass es keine Liaison gibt. Das I quasi wird nicht mit dem Nun verbunden. Wenn man einfach so schreiben würde, ohne diesen Punkt da, dann würde das verbunden werden. Aber das Zeichen da unten bedeutet, dass es nicht verbunden wird. Übrigens, ich habe das ein bisschen falsch geschrieben. Das wird mit hier mit Ya Maksura, also die zwei Punkte kommen nicht hin. Das wird wie A ausgesprochen. Hier der Buchstabe. Illa und mit einem Lam. Illa Funduqin. Es heißt ja in ein Hotel, und wenn ihr schreiben würdet in das Hotel, dann würde man natürlich sagen Ilal Funduqu, Funduqi. Ja, das ist nämlich das Kasra, determiniert in das Hotel ist Ilal Funduqi, und indeterminiert Ila Funduqin. Das habe ich determiniert und indeterminiert, habe ich in meinem allerersten Video schon gemacht. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, oder wenn das euer erstes Video ist, dann könnt ihr euch das anschauen. Also ihr geht, und jetzt ihr geht, Entschuldigung, das Habna, wieder weiblich, die weibliche Endung, also die zweite Person ist immer mit Ta. Die zweite Person ist immer mit Ta. Und die typisch weibliche Endung ist Tashabna. Tashabna. Illa. 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 Almania. Ihr geht nach Deutschland, ihr weiblich geht nach. Übrigens, wenn 10 Frauen, wenn eine Gruppe nach Deutschland geht und davon sind 100 Frauen und ein Mann, dann wäre es männlich. Also der einzige Mann, selbst wenn es ein männliches Baby ist und 100 Frauen, dann wird die Gruppe als weiblich angesehen, als männlich angesehen. Ich glaube, das ist sogar im Spanischen, glaube ich, und im Italienischen genauso. Ja, was wir gehen. Also die erste Person, communis, Plural wir, ist immer mit nun am Anfang. Nashabu. Nashabu. Illa. Und nach Präposition ist Genitiv. Und Genitiv verlangt bei das Kasra am Ende des nächsten Wortes, hier das Kasra, den Strich unter dem Ta, seht ihr das? Ilal Beiti, das ist Genitiv. Wie heißt das? Präposition. Oder wir gehen in ein schönes Haus, würde dann heißen, also ich habe noch in das schöne Haus, El Jamil. El Jamil Li. Also
wenn das Nomen das Adjektiv bekommt die gleiche Endung wie das Nomen, also Kasra, Ilal Beitil Jamili. Wir gehen in ein schönes Haus, indeterminiert würde heißen, Nathabu Ilal Illa Beitin Jamilin. Ja. Okay. Okay, das war's auch schon für heute. Aber noch nicht ganz. Und zwar ihr hattet ja eine Hausaufgabe auf und die werde ich jetzt aufklären und danach gebe ich euch eine weitere Aufgabe auf. Und nur zur Info, ich bin jetzt ein bisschen eingespannt in der Uni und deshalb habe ich vorerst geplant, nur jeden Freitag ein Video hochzuladen, zumindest was die Grammatik des Hocharabischen betrifft. Vielleicht plane ich noch ein anderes Thema nebenbei, vielleicht Ägyptisch, Arabisch oder ich weiß es noch nicht ganz. Auf jeden Fall, wie gesagt, freitags mache ich das. Nach diesem Video immer, inshallah. Und auf jeden Fall, wie versprochen, die Hausaufgabe von heute und dann gebe ich noch eine weitere Hausaufgabe auf. Nicht vergessen, macht ein Like und wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, dann nicht und dann folgt mir bitte, unterstützt mich. Auf jeden Fall, wir hatten als Hausaufgabe vom letzten Video. Ja. Und das heißt dann, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, Tasabu. Tasabul Fete. Al-Fatatu, Fatayatu, Al-Fatayatu, Illa, und dann Baitin Jamilin, natürlich. Das Mädchen würde heißen Tasabul Fete, also statt Al-Fatayatu. Fatayatu el-Fatay. Was könnte ich nehmen? Fa'ala heißt einfach machen. Fa'ala heißt machen. So, und eure Hausaufgabe ist, inshallah, für nächsten Freitag, wenn ihr so wollt, dass ihr das Verb durchkonjugiert. Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und Ma'a Salama.